So, Servus zusammen. Ich bin wieder in Abu Dhabi, werde heute eins meiner Lieblingsautos machen, und zwar den Porsche 901 Turbo. Ja, bei dem Ding, das ist umgebaut eigentlich nur auf Viertelmeile, Beschleunigungsrennen. Der hat alles. Der hat Turbolader, Fächerkrümmer, Methanol-Einspritzung, Ladeluftkühler, Y-Pipe, alles. Also alles, was wir machen können für einen Porsche, ist da drin. Und ich werde heute für euch die Software machen, beziehungsweise nicht für euch, sondern für das Auto. Und dann gucken wir mal, was er 0 auf 100, 100 auf 200 packt auf der normalen Straße. Und dann schauen wir mal. Das Steuergerät muss nicht raus. Das Geile ist, dass seit ungefähr einem Monat ein Update rauskam, auch für die neuen 901.2 und die ganzen neuen Porsche, ist auch so, dass man das Steuergerät nicht mehr aufmachen muss, sondern über OBD geht. Das heißt, es ist nicht ersichtlich, dass das Steuergerät offen war. Von daher sehr gut für uns. Wir haben hier den Porsche 991 Turbo SDI 9. Dann machen wir mal Zündung an. Identifikation und Lesen. Wie ihr seht, hat es sich verbunden mit dem Server und liest die Originaldatei praktisch vom Server runter. Das heißt, auch wenn das Auto modifiziert wäre, über OBD würde ich immer nur den Seriendatenstand rausbekommen. Software ausgelesen. Jetzt bearbeiten wir die Software ein bisschen und dann gucken wir, was dann rauskommt. Was vielleicht auch wichtig zu wissen ist für euch, ist, bei den neueren Fahrzeugen ist es nicht so, dass man da einfach die Hardware ändert, große Lader, Ladeluftkühler, pipapo. Also man sollte schon immer die Software dazu anpassen, weil das ist die begrenzt die Leistung. Ja, also da kannst du Lader draufklatschen, was du willst. Leistung wird meistens nicht mehr deswegen. Also die Software muss eigentlich immer mitgemacht werden. Das ist das Wichtigste eigentlich an allem dann. I told myself that money would never be a factor. Now I'm laughing at Benny Hines with benefactors. My sell my soul for an artist's love with them giant raptors. My chef cooking that steak and lobster on giant platters. Forsaking all again for the path the master, path to disaster, saved by the master. So, hier könnt ihr mal in die Software mal reinspickeln, was wir da so verändern. Ich meine, klar, bei so einem Stufe 4 Umbau sind natürlich mehrere Sachen zu beachten, wo man machen muss. Ja. Was ich euch zeigen will, ist sehr interessant, ist dieses Kennfeld hier. Das sollte man natürlich auch dementsprechend gut bearbeiten, weil sonst kann das sehr schnell zu einem Motorschaden kommen. Wir haben hier ein Kennfeld Drehmomentbegrenzung anhand von Zündwinkelrücknahme. Ja. Das heißt, so wie auch praktisch viele Kennfelder sind, über die Füllung. Wenn das Auto anfängt zu klingeln, nimmt er Füllung zurück, und hier haben wir das gleiche nur als Drehmomentangabe. Das heißt, umso mehr Zündwinkelrücknahme da ist, umso weniger Leistung macht das Auto. Ja? Es gibt Leute, die schreiben das komplette Kennfeld hier auf 1000 Newtonmeter hoch. Was passiert, wenn man einmal schlechtes Sprit oder selbst wenn mal das Methanol irgendwas nicht funktioniert, fährst du einmal, da hörst du einmal das klingelt wie Sau, das hörst du bei einem Porsche und dann ist das Ding kaputt. Also von daher, bei dem Kennfeld lieber so programmieren, dass wir sagen, okay, bis 3-4 Grad Zündwinkelrücknahme, volle Leistung, und ab dann lasst es Serie, weil wenn es klingelt, dann soll er ja auch nicht mehr Leistung machen. Dadurch, dass wir aber Methanol haben, wird das Auto eigentlich nie klingeln. Das heißt, wir fahren 30 Grad, es klingelt nicht, er lässt volle Leistung zu. Dann haben wir hier natürlich Zündwinkelkennfelder, weil viele sagen, ja, mehr Zündwinkel fährt er nicht und alles, ja. Wie ihr seht, ich habe hier 29 Grad eingestellt, 29,25. Hier habe ich meine Drehzahl und das Auto fährt auch diese Zündung. Ja, also weiß nicht, wer das da mal in die Welt gesetzt hat und gesagt hat, dass der nicht mehr fahren kann wie 24. Meine fahren sie definitiv. Ja. Den ersten Motorschaden weiß ich noch, den hatte ich, da habe ich mit einem gesprochen und dann habe ich gefragt, du sag mal, das kann doch nicht sein, dass das Ding so viel Sprit rein macht. Und wir haben echt, wir sind 850 PS gefahren und habe ich gelockt und habe festgestellt, dass der so anfettet, dass er einfach nicht mehr zünden konnte. Das heißt, er hat den Zylinder mit Sprit geflutet. Ja, der hat den Zylinder geflutet, konnte nicht richtig entzünden und Kolben hat halt dagegen gedrückt, wo das Sprit und alles drin war. Und Pleuelchrom natürlich sofort Motorschaden. Das Ding ist, ich bin gefahren mit LM2 Lambda-Anzeigen, linke Bank, rechte Bank, und
die gehen bis Lambda 0,65. Also 0,65 Lambda ist schon sehr, sehr fett. Ja, das heißt, da geht Sprit nahe ohne Ende. Und die Anzeige hat mir tatsächlich dann bis 0,65 und einen Error gebracht. Das heißt, da muss ja saumäßig viel Sprit reingekommen sein. Und daraufhin hat es einen Schlag gelassen, Pleuel war krumm, Motorschaden. So, dann habe ich nämlich hier gesehen, dass es eine Minimalbegrenzung gibt für Lambda. Ja? Das heißt, ich sage dem, wie viel er minimal Lambda fahren darf und mehr wird er auch nicht einspritzen. Ja, hier zum Beispiel Minimum Value for Lambda Set Point. Das heißt, ich stelle das hier ein auf Lambda 0,82 und er wird einfach nicht mehr Lambda machen im Bauteileschutz wie 0,82. Lässt du den Wert auf 0,65, dann hast du wieder das Phänomen, Zylinder wird geflutet, Katastrophe. So, was ich auch geändert habe, ist das Lambda-Kennfeld natürlich unter Vollgas. Ja, da habe ich hier praktisch die Sekunden, das ist die Reaktion, nach wie vielen Sekunden welches Lambda fahren soll. Und da oben habe ich meine Drehzahl. Und ich habe jetzt Lambda hier eingestellt, komplett praktisch auf 0,837. Ich brauche da nicht fetter fahren, weil ich ja zusätzlich Methanol einspritze. Und wenn ich da jetzt fetter machen würde und das Methanol noch zusätzlich kommt, dann wäre man da auch wieder zu fett. Von daher ist das auch perfekt eingestellt. Dann zeige ich euch, wo man nie rumdrehen sollte. Das Getriebe selber, ihr werdet euch jetzt fragen, ja, ist das Getriebe programmiert? Ich sage, nein, Getriebe ist nicht programmiert und macht trotzdem 1150 Newtonmeter, weil das Getriebe so programmiert ist, dass es bei 1024 Newtonmeter begrenzt. Ja? Aber ich sage mal, das, was Getriebe dann wirklich von der Software rausbekommt und das, was ankommt, da hast du immer so eine leichte Schwelle und diese Overboost hast du dann 1100 Newtonmeter. Wenn ihr das hier anschaut, dieses Kennfeld hier ist, sagt praktisch den Ausgang zum Getriebe, wie viel Drehmoment kommt. Das heißt, ich habe hier bei 1540 Milligramm, habe ich hier bei 5000 Umdrehungen, sieht das Auto 823 Newtonmeter. Somit begrenzt es hier auf keinen Fall. Ja? Und es gibt viele Leute, die denken, dass das Getriebe begrenzt und ziehen dann hier praktisch, ja, nehmen da von mir aus 100 Newtonmeter zurück. Ja? Dann kommen wir wieder zum besten Beispiel. Ja, im mittleren Drehzahlbereich sieht das Auto natürlich jetzt 100 Newtonmeter weniger. Somit stimmt der Kupplungsdruck nicht, Getriebe fängt an zu rutschen, alles scheiße. Natürlich gibt es auch Autos, wo man das Getriebe mitmachen muss, ja? Zum Beispiel der aktuelle M5 F90, da ist das Getriebe begrenzt. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten in der Motorelektronik, das ist also wirklich, wirklich viel. Das ist Kennfeld für Ladedruck an der Drosselklappe. So, in Serie ist es hier auf 1,35. 1,36, 1,37 bar, allerdings bei ab 1,3, das heißt, der interpoliert da rum und das heißt, Serie wird das Auto irgendwo 1,2 bar fahren. Ich habe jetzt eingestellt 1,899 bar, das heißt, sobald der Druck steigt auf 1,394 bar, wird er diese Linie vorgeben und das ist jetzt der Druck, den er dann fahren will. Wenn ich jetzt da wieder drauf eingehe, dann werden wir bis morgen hier. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach. Ich weiß wirklich, wie viel der Motor hält, weil ich schon welche kaputt gemacht habe. An meinem Auto, an unserem Auto hier. Das ist klar, beim Entwickeln passiert sowas. Du suchst die Grenzen und guckst, wo das schwächste Teil ist. Aber die Kunst ist ja nicht nur, irgendwas kaputt zu machen, sondern auch darauf dann schließen, warum es kaputt gegangen ist. Was kann man beim nächsten Mal besser machen? Und somit kann ich jetzt sagen, 991.1, 991.2, Turbo, Turbo S, die Motoren standfest, ohne Probleme, 800 PS gehen da easy. Da kannst du brettern, Alter, 370 Autobahnen, 3 Stunden lang, da passiert nichts. Porsche. So, Software ist fertig, spielen wir jetzt rein und dann machen wir die Testfahrt. Bin ich mal gespannt, was der Pipo sagt zur Testfahrt, weil ich glaube, sowas schnell ist er noch nie gefahren. Also Pipo, komm mit. So. Software ist drauf, Methanol ist aufgefüllt, also wie gesagt, das Auto hat volles Paket, ist alles gemacht, außer Motor und Getriebe, das ist beides noch Serie, Motorinnereien sind Serie und ich logge jetzt hier mit dem HP Tuner, weil der HP Tuner gerade in dem Auto hier sehr, sehr gut ist, ich habe die meisten Werte, die ich brauche, sehe ich hier und dann werten wir das alles aus. Wir machen gleichzeitig eine Leistungsmessung mit dem Insoric
gerade beim Insoric. Warum beim Porsche Insoric? Weil der Porsche hat ja die Lufteinlässe hinten für den Ladeluftkühler und die meisten haben ja sowieso kein Gebläse für die Seite, sondern nur vorne. Das heißt, auf der Straße hast du immer eine ganz andere Leistung mit einem Porsche wie auf einem stationären Prüfstand, weil so viel Luft, wie der da hinten braucht und reinzieht, kriegst du eigentlich auf dem Prüfstand gar nicht hin. Deswegen habe ich selbst mein Porsche, damals habe ich auch immer im Insoric gemessen und es hat immer gestimmt. Schaut, der gleiche Scheiß wie beim anderen Auto. Hä? Die stecken halt das Zeug da rein, dass nicht piepst. Eieieiei. Dann machen wir mal den Flügel runter, weil das bremst ja auch ein bisschen. Pipo, bist du schon mal so was Schnelles gefahren? Na? Wie ich sehe, bist du angeschnallt. Der Pipo, der ist angeschnallt. Muss mal gucken, ob Methanol an ist. Ja, ist an. Dann lassen wir mal ein bisschen Methanol rein. Ganz schön viel Verkehr hier heute. Wo bist denn du noch, Bau? Was ist denn los? Jetzt machen wir erstmal die Leistungsmessung. Kreisverkehr, da ist weniger los. Der Scheiß, der hat Druck. Schreib ich mal an, wa? So, einmal Leistungsmessung. Im vierten Gang durchbeschleunigen. Das Ding läuft, wa? Jetzt machen wir mal 100 auf 200 mit dir drin. Gucken wir mal, was für eine Zeit. Junge, 250 schon. Nein. 4,3 Sekunden mit dem Pipo an Bord. Nochmal, weil wir haben ja ein bisschen Traktionsprobleme gehabt, du, habe ich gemerkt. So, zweiter Gang. Wieder, hey, zweiter Gang, drehen die Räder einfach durch, das gibt's doch nicht, hey. Eieieiei. Wieder 2,30 schon, also das geht rucki zucki. 4,3 wieder, heidenei. Sollen wir mal von Null probieren, Pipo? Na gut, Traktion wird wahrscheinlich schlecht sein, aber... Wir probieren mal. Bist du bereit? Ja. Achtung, los geht's. Junge! Boom, bam! Boom, bam! Puh! 2,8 Sekunden, Pipo-Mini hier drin. 2,8 Sekunden. Das ist gar nicht mal so übel. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wie sehr hast du den besten Platz, Pipo? He? Ja. Weißt du, an wen du mich gerade erinnerst? Ha? An der Hightower von Police Academy, dass ich seinen Sitz rausgerissen habe. Nur du bist etwas kleiner. Ja. Ja, Leute, mich fragen echt viele, was so mein Lieblingsauto ist. Und ich kann es immer wieder sagen, zum Schnellfahren ist einfach Porsche das Geilste, was es gibt. Also es gibt echt viele Fahrzeuge, viele gute Sportwagen, aber Porsche, das ist ein Auto, da hockst du dich rein, da fährst du zum Einkaufen, da kannst du gemütlich irgendwo hinfahren und wenn es drauf ankommt, kannst du mal richtig Gas geben. Also das ist echt tipptopp, sage ich euch. Tipptopp. Jetzt gucken wir mal. Bist du bereit? Siehst du Tacho? Ja. Schaut euch das an, 200, 26, 220, 230, 240, 247, einfach so, 247, einfach so, hä, Junge, du kannst kommen mit deinem AMG, Scheiße, ist doch krank, das ist mehr wie krank, glaub mir, aber, ihr werdet sehen, das sieht schon schnell aus, ja,
Ich baue gerade meinen Porsche noch um, der ist leider noch nicht fertig geworden. Der wird jetzt, ich denke mal so April wird er fertig, dann kann ich wieder die Events in Deutschland fahren. Und Ziel ist dort 1200 PS, 100, 200 will ich so eine 3,2 bis 3,4 fahren. Und wenn er das macht, bin ich zufrieden. Und alles Weitere seht ihr dann im Video, wenn mein Auto fertig ist. Die 247 hast du gesehen? Ja, die hab ich gefühlt. Microphone and coming out your speaker. How else am I gonna reach ya? Hip hop is a megaphone. When I was in the A, I got an F, so I headed home. Back to the loo, red bricks and cobblestones. I landed on the north side, this is my ozone. Oops, I mean my ozone, it's in my chromosome. These Thundercats and whippersnappers playing my ozone. Shit, I'm like a OG, that's what they told me. Cause I've been putting records out back since 03. Black Mamba Kobe, you can't hold me. I got a single on some wax, it's cold, you know me. So, bei Inzorik ganz wichtig, um die richtige Leistung zu sehen, braucht man wirklich den exakten Reifendurchmesser. So, wir haben jetzt hier 68 cm Reifendurchmesser. Jetzt geben wir das mal alles ein, dann werten wir mal aus und dann gucken wir, was die Leistung hat. Ich tippe, da ich so 4-0 gefahren bin, müsste der grob 850 PS haben. Aber das sehen wir gleich. Wir haben jetzt mal hier die Auswertung gemacht und ich kann euch sagen, ich lag falsch mit meiner Messung, weil wir haben tatsächlich 879,3 PS und 1158 Newtonmeter. Ja, also ihr seht, der Motor und Getriebe sind einfach Bombe. Hier schaut euch mal das Diagramm an. Und das natürlich mit Serieninnereien vom Motor, Seriengetriebe. Ich weiß noch, wo das Auto rauskam, 991.1. Haben wir 2014 den ersten hier gemacht, haben entwickelt. Und Motor ist natürlich auch kaputt gegangen, ja, beim Entwickeln. Natürlich machen wir das nur an unseren eigenen Autos. Aber viele, wo ich kannte, haben dann zu mir gesagt, wie viel PS fährst du? 850, niemals, das geht nicht. Das Kraftstoffsystem ist nur bis 720 ausgelegt und pipapo. Ja, ich kann euch sagen, 720 PS mache ich euch mit Software und 200 Zeller Renncuts. Ja. Dann habe ich von vielen gehört, ja, aber Zündung. Das Auto kann ja nur 25 Grad Zündung fahren. Mehr kann man es ja gar nicht einstellen. Ich werde euch das Gegenteil beweisen, weil ich fahre 30 Grad Zündung mit 1,9 Bar. Und bei dem Auto sind jetzt die, sag ich mal, Serie für der 24 Grad.
mit normalem Sprit, so 95 Oktan in Deutschland, wird er irgendwo 21 Grad fahren mit 1,2 Bar. Ja? Und wir haben jetzt hier eine Ansage, durch das Methanol und alles, fahren wir 1,9 Bar und 30 Grad Zündung. Das heißt, wir fahren 6 Grad mehr Zündung wie Serie mit 1,2 Bar. Und deswegen kommen wir natürlich auf die gute Leistung. Und was Zündung halt auch Vorteil ist, ist die hohe Drehzahl. Das Auto ist agiler, das ist viel freier, dreht viel freier und schneller raus. Und deswegen sind wir auch so schnell mit dem Ding, weil ich sag mal, Nissan GT-R, damit er auf eine 4 Sekunden kommt von 100 auf 200, brauchst du mindestens 1200 bis 1300 PS. Sonst geht es mit keinem GT-R. Ja? Und da sage ich halt wieder, Porsche ist Porsche. Ja? So, Maschine ist fertig. Ich bin sehr zufrieden. Schnell genug. Wir haben jetzt hier dieses Jahr ein paar Events hier in Abu Dhabi. Da wird man mit dem Auto dann hingehen und ein bisschen fahren. Und dann gucken wir mal, was für einen Platz wir da bekommen. Es macht immer Spaß auf solchen Events. Das Gute ist, es ist sicher. Es ist immer auf einer abgesperrten Straße oder halt auf Yas Island auf dem Drag Race. Und mal schauen, was das hier so bringt. Ich wünsche euch was. Yeah, follow me, 'cause I'm the leader. Going in this microphone, coming out your speaker.